schwieriges Börsendebüt für die Berliner Wohnungsgesellschaft GSW, die heute zum Wochenausklang nochmal den Sprung aufs Parkett gewagt hat. Ein schwieriger Gang aufs Parkett, das war schon der zweite Versuch. Im vergangenen Jahr wollte das Unternehmen schon an die Börse, hat letztendlich aber wieder abgesagt. Die Aktien würden zum Preis von 19 Euro ausgegeben. Das war auch am unteren Ende der Preisspanne. Der erste Kurs bei 19,55 Euro, also ein moderates Plus von 3%, das Sie hier gesehen haben. Das IPO-Volumen, das Emissionsvolumen bei knapp 470 Millionen Euro, also damit bislang der größte Börsengang in diesem Jahr. Der DAX hatte heute Morgen zunächst ein moderates Plus gehabt, konnte bis auf 7.178 Zähler ansteigen, hat nach knapp einer Handelsstunde diese Kursgewinne aber wieder komplett abgegeben, steht bei 7.148 Zählern. Und viele hatten vorbörslich schon gesagt, dass das nicht unbedingt ein einfacher Handelstag wird, denn der DAX hat quasi mit Google zu kämpfen. Der Internetgigant hat gestern Abend nachbörslich noch seine Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, lag mit dem Gewinn leicht unter den Erwartungen der Analysten und wurde prompt nachbörslich abgestraft. Die Aktie nachbörslich mit einem Minus von 5%. Was die Anleger in Stuttgart betrifft, sie waren ja in den vergangenen Tagen überwiegend immer optimistisch gewesen und hatten bei Kursverlusten wieder auf steigende DAX-Notierungen spekuliert. Heute allerdings sind erstmal die Skeptiker hier in Stuttgart anzutreffen. Das Stuttgarter Stimmungsbarometer nach knapp einer Stunde Handelszeit im Minus. Das heißt, die Anleger setzen überwiegend auf fallende Notierungen. Zu den größten Verlierern gehören heute übrigens die Bankaktien, sprich die Aktie der Deutsche Bank und die Aktie der Commerzbank. Das hatten wir am gestrigen Handelstag schon ähnlich gesehen. Und was die Banken betrifft, so könnte es heute auch noch spannend werden, denn wir werden um die Mittagszeit wieder Quartalsergebnisse sehen. JP Morgan hatte ja bereits Zahlen vorgelegt. Nun kommt die Bank of America um die Mittagszeit mit ihren Zahlen. Und das könnte auch bei den deutschen Bankwerten noch durchaus für Bewegung sorgen.